Leute, ich bin mir mittlerweile sicher, ohne Scheiß, das meine ich jetzt vollkommen ernst, die Deutschen, vor allem die deutschen Männer, bei deutschen Frauen weiß ich das nicht so, aber vor allem die deutschen Männer sind die uns jetzt im Durchschnitt, kann ja nicht von Einzelnen reden, sind die unzufriedensten Männer auf der ganzen Welt, tatsächlich auf der ganzen Welt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher mittlerweile. Es gibt nirgendwo so viele toxische Metaframes bei mir wie auf dem deutschen Kanal. Und tatsächlich auch bei meinen ASMR-Videos. Und wenn ich irgendwo anders, auf irgendeinem anderen Kanal, wenn ich rede, dann kriege ich nur die krassesten, geilsten Komplimente. Und zum Beispiel hat jetzt vorhin eine Russin zu mir gemeint, du bist süß und noch irgendwas und ich hoffe, du gönnst uns jeden Tag ein ASMR-Video. Auf dem deutschen Kanal kam irgend so ein Typ und hat gesagt, ich arbeite schon 30 Jahre lang in der Psychiatrie und du kommst mir eher so vor, also ich paraphrase das jetzt, du kommst mir eher so vor wie einer von meinen Leuten da in der Psychiatrie. Und dann weiter toxisch Metaframen. Man muss natürlich dazu natürlich auch sagen, dass spirituelles Erwachen zum Beispiel alleine für jemanden anders, für jemanden, der sehr, sehr verkopft ist, verrückt erscheinen mag, zum Beispiel. Aber das ist jetzt auch nicht wichtig. Vor allem ist wichtig, dass es ein toxisch Metaframe war, wieder von einem Deutschen kam und wieder versucht hat, dieses runterdrücken und dann auf die schlimmste Weise so. Es ist eigentlich eine Ehrenverletzung und eine schwere Beleidigung, könnte man fast sagen. Und jetzt passt mal auf. Ich habe kurz auf den Kanal von dem Typen geklickt. Urheberrechtsverletzungen, lädt Sachen hoch von anderen, sieht total idiotisch aus, was da auf dem Kanal ist. Also für mich macht überhaupt keinen Sinn. Und dann kam mir so in den Sinn, dieser Film, wo mir damals meine Mutter gesagt hat, ich soll mir den anschauen, wo ich gesagt habe, ich mache keine Psychofilme. Und sie sagt, den ist kein Psychofilm. Und dann habe ich Shutter Island geguckt. Und das ist ja, ihr kennt ja die Revelation, so ganz am Schluss die Offenbarung, in welchem Dings er war. Und das ist ja der Punkt, wenn du 30 Jahre an so einem Ort arbeitest, wer weiß dann, wo du dazugehörst. Keiner weiß es so richtig. Wenn ihr wisst, was ich meine, den Film muss man kennen. Der Film ist echt, der fickt mit dir, der Film. Speziell am Schluss. Und, ja, also ich bin mir tatsächlich sicher und ich finde es auch gut nochmal, also ich finde es tatsächlich gut, so viele toxisch Metaframes dann doch noch bekommen zu haben, weil es zeigt mir, dass für mich Deutschland total abgehakt ist. Und ich erzähle so ein bisschen was am Rande. Ich werde es nicht so ins Detail erzählen, aber also ich persönlich wollte nie nach Deutschland und bin aber zur Schule gegangen. Aber das war, ich meine, sagen wir mal so, es gibt sehr, sehr viele Familien und sehr viele Situationen im Leben, wo du einfach zu Dingen gezwungen wirst, die du nicht wirklich machen willst, so, aber die du irgendwie machen musst oder so. Und mittlerweile also was interessant ist, ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es sehr viele auch nette Frauen, vielleicht so ein paar Prozent von der Gesellschaft, die wirklich sehr nett sind und nicht so engstirnig und so ein bisschen offener denken und so. Aber bei den Männern habe ich irgendwie so das Gefühl, die sind alle. Also irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, dass es wirklich diese Existenzangst ist, dieses Annehmen der Freude und Sexualität. Und zu sagen so, ich traue mich, was anderes zu probieren. Und zum Beispiel eine Sache, die ja absolut geil ist in Frankreich oder Spanien, du hast so viel mehr.
Deutschland hat ja außer der Nordsee und Ostsee, da hat es ja gar kein Meer. Und das macht natürlich auch viel aus, wobei Tschechei hat gar kein Meer und trotzdem ist es geiler als Deutschland. Es ist vielleicht einfach eine, ja, das ist eine kulturelle Frage. Ich weiß noch ganz genau, einer der krassesten Aussagen von Eckhart Tolle, als Erwachter hat er das schon gesagt, als Erwachter hat gesagt, mir ist ein Stein von den Schultern gefallen. Mir ist tatsächlich ein Stein von den Schultern gefallen, als ich aus Deutschland rausgegangen bin. Hat Eckhart Tolle gesagt. Eckhart Tolle. Das muss man sich mal überlegen. Und mich wundert, dass er überhaupt noch zurückgeht. Der hat es ja gar nicht notwendig, weil der fliegt ja manchmal nach Deutschland. Jetzt weiß ich, jetzt glaube ich nicht mehr, aber früher so für Satsangs und so. Ich finde es so eine brutale Frechheit. So welche toxische Metaframes unter meinen Videos zu kommentieren. Und vor allem, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte mal. Das wird jetzt ein bisschen hart klingen, ja, aber. Ich bin mal mit einer Frau ausgegangen in Deutschland. Die war sehr groß, Topfigur. Mir hat sie sehr gefallen, so optisch. Ich fand es irgendwie, ich fand es irgendwie, ja, ich habe mich richtig drauf aufgegeilt, dass sie irgendwie so 1,83 ist und nicht, oder 1,85 sogar nicht, 1,73. Als wir mal, ich spiele relativ gut Billard und wir sind mal Billard spielen gegangen und sie war im Mini-Dress. Ey, die anderen Leute haben gestarrt. Die haben gestarrt. Ich fand es richtig geil. Also, ich könnte wieder eine große Freundin wäre schon was Geiles. So, wir sind auch Schlitten gefahren und alles Mögliche im Winter und so, bla bla bla. Und sie hatte irgendwie für auch irgendwie so problematische Menschen gearbeitet. Ob das irgendwie. Irgendwelche Formen von Behinderung, ich weiß auch nicht. Das war aber noch vor meinem Erwachen. Und ich war gedanklich sehr, sehr, sehr beschäftigt noch so mit, was bedeutet das, die Welt, was bedeutet das Universum und so. Und ich konnte dies. Und ich habe ihr das mal erzählt. Ich habe ihr das mal erzählt, wo so meine Gedanken sind über das Leben selber, dass ich nicht weiß, was es bedeutet und so. Und sie hat dann zu mir irgendwann mal gesagt, du bist wie die Leute, um die ich mich kümmere. So, und das war natürlich das Ende der Beziehung. Also, da wusste ich noch toxisch Metaframing nicht. Aber einfach gefühlsmäßig war das einfach zu Ende. Und wobei sie es beendet hat, muss ich sagen. Also, ich war, glaube ich, noch zu sehr auf sie fixiert. Und ja, ich würde sagen, so vor. Ich weiß gar nicht mehr, ob das vor 30 war. Ich weiß nicht, vielleicht war ich 29. So würde ich schätzen. Ich weiß es nicht. Und dabei war sie die Frau, die, wo ihre Muschi, sorry, wenn ich das so sage, die war voller HPV. Wir hatten auch noch nicht miteinander geschlafen. Und man musste da auch, glaube ich, was operieren, damit sie nicht dran stirbt oder so, damit es nicht zu Krebs wird, weil es war anscheinend diese krebsartige HPV. Ich bin so froh, dass wir nicht miteinander geschlafen haben, du. Und sie, ihr Vater war Alkoholiker, war. Und ich habe bei ihr auch viele Themen gemerkt, wo sie offensichtlich Probleme mit Beziehungen hat oder toxische Männer sich aussucht. Und wahrscheinlich dann am Schluss sowieso einen Alkoholiker nimmt. Und das finde ich eben immer das Krasse bei so welchen Leuten, die so fiese Sachen sagen. Die können sich selber überhaupt gar nicht angucken. Und mal ganz ehrlich, also ich lebe fucking tausendmal lieber mein Leben, als in der Psychiatrie zu arbeiten, mal ganz ehrlich. Und 30 Jahre. Also, da habe ich lieber meinen Strand, meine Palmen
Und bald richtig geile Schnecken. Also ich würde mal sagen, so ihre Toxisch-Metaframer unterlasst das mal so ein bisschen. Ehrlich gesagt, wenn es rechtlich erlaubt wäre, und da muss ich sagen, da hilft mir wahrscheinlich mein spirituelles Erwachen nicht, manche würde ich einfach, glaube ich, richtig zusammenschlagen, um ehrlich zu sein, wenn es rechtlich erlaubt wäre. Weil manche Beleidigungen, ich will die Leute nicht irgendwie anzeigen oder sowas, da hätte ich keinen Bock drauf. Aber ich hätte voll Bock, die komplett zu zerschlagen mal. Oder so halt, dass sie mal eine Woche sich überlegen, was sie da erzählen. Mal ganz ehrlich. Ja. Da sieht man schon sofort, mein Training und meine Disziplin scheint schon männliche Wirkung zu tragen. Ja, genau, und nochmal kurz dazu. Also, auf allen Kanälen sind die Leute übelst nett. Ich glaube, hier wird nämlich auch eine ganz, ganz krasse Sache verwechselt, oftmals von diesen Leuten. Boah, es ist so schwer, nicht zu beleidigen. Guck mal, ich habe zum Beispiel mein TikTok-Video, was 70.000 Ansichten hatte in der Tschechei. Das ging ja so auf über 100.000 schon zu. Und da wäre ich wirklich bekannt geworden in der Tschechei. Das ist ja nicht so, das muss man wirklich verstehen. Das ist nicht so, dass die Menschen das nicht sehen wollen und deswegen verschwindet das Video. Sondern es ist so, dass es, weil die Leute es geil finden, und ich habe die Kommentare auch gesehen, da war kein böses Kommentar darunter. Vielleicht zwei Männer nur mit Toxisch Metaframe unter mehreren Hunderten von Kommentaren, fast 1.000. War sehr, sehr positiv und alle haben irgendwelche Leute getaggt und die Mädels sagen mir, oh, du bist süß oder sonst irgendwas oder den will ich kennenlernen. Aber wegen ein paar so Typen, die halt meinen, so toxisch zu metaframen und ihr Leben scheiße ist, wird mein Video entfernt, weil die das natürlich melden. Und wenn dann jemand kommt und zwei, drei, vier das melden unter Tausenden von Zuschauern, die das toll finden, dann guckt sich das TikTok an und sagt so, nee, das erlauben wir nicht, das hauen wir raus. Und die sind natürlich auch, wie sagt man, na, biased. Also anstatt dass die sehen so die positive Seite davon, sehen sie halt nur die negative Seite, weil sie halt nichts anderes machen, den ganzen Tag diese scheiß Videos angucken. Deren Job will ich auch nicht haben. Also ich finde es echt herausragend. Ich finde es echt herausragend, wie krass negativ die deutschen Männer sind und wie viel sie toxisch metaframen. Dein Leben muss wirklich scheiße sein. Also irgendwann mal muss das ja, also ich, irgendwann mal muss man ja selbst reflektieren. So. Wobei, ich bin mir nicht so sicher, wie viele ich toxisch metaframed habe vor meinem Erwachen. Ich meine, da war das sozialen Medien noch nicht so, aber da hätte mich vielleicht auch alles angekotzt. Also ich glaube, ich habe es auch mehr gemacht, als ich jetzt vielleicht zugestehen will. Aber niemals so hart und niemals so fies. Also, aber trotzdem, vielleicht habe ich es gemacht, weil es ist eine Form von Bewusstsein, dass du merkst, so, Moment mal, indem ich toxisch metaframe, ist klar, dass es mir schlecht geht, ich muss was ändern. Was kann ich ändern? Spirituell erwachen, aber das sagt dir ja keiner. So. Und das war's jetzt erstmal.